Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Für die, die auf der iBusiness Party 23 in der Kranhalle da waren, die kennen das hier schon. Für die und alle anderen möchte ich heute Ihnen nochmal enthüllen, die wirklich geheimen Geheiminformationen, wie alles in der Welt wirklich zusammenhängt und warum das alles mit der 23 zu tun hat. Die 23 ist ja, wie Sie wissen, die Zahl des Luzifers. Der Luzifer, der Lichtbringer, das kommt ja daher, dass wenn man so das Zeichen des Teufels macht, dann hat man die drei, zwei Finger und die drei Finger. Diese zwei, diese drei, diese fünf, das sind alles Zahlen, die ganz wichtig sind. Es ist zum einen der 23., der verlorene Vers, aus der Offenbarung des Johannes, und auf der anderen Seite ist es die Zahl der Illuminaten. Die Illuminaten, eine Gruppe, die 1776 in Ingolstadt gegründet worden ist und von Adam Weishaupt, einem bayerischen Professor. Sie kennen die mit dem Zeichen des Auges, die Erleuchteten. Daher hieß ja auch die iBusiness Party die Party der Erleuchtung. Dieses Auge findet sich überall. Dieses Auge findet sich auch in München, weil München war immer die erste Stufe der Illuminaten. Eine zeitgenössische Zeichnung, ich zeige sie Ihnen hier, zeigt, wie die Illuminaten ihre Propaganda über München fanden. Das ist ein Foto, was natürlich Verleger besonders gerne mögen. Der junge Mann, der dort auf diesen teuflischen Illuminaten sitzt, das soll übrigens ein Teufel sein, der da München beobachtet. Dieses Illuminatenzeichen finden Sie in München in der Dreifaltigkeitskirche. Also das heißt, die haben auch bis heute ihre Spuren hinterlassen. Und natürlich, auch das wissen Sie selbstverständlich, das Illuminatenzeichen auf der 1-Dollar-Note. Das heißt, überall in der Welt sind die Illuminaten und mit ihnen diese Zahl 23 auch vertreten. Wie groß die wirklich sind, möchte ich Ihnen an der wirklichen Geheimverschwörung zeigen. Die kennen Sie ja alle. PRISM, das große Überwachungssystem der Geheimdienste, der Five, da ist sie wieder die Zahl, der Five Eyes, der fünf großen Geheimdienste. Wir wissen von Snowden 97, rund 97,5 Milliarden Datensätze im Monat werden über PRISM getrackt. Das sind, wenn Sie das hochrechnen, 10 hoch 23. Da ist sie, die 23. Doch nicht nur im Internet, auch mobile ist natürlich inzwischen die Zahl 23, die Illuminaten sind überall. Die drei großen Firmen, Microsoft, Apple und Google, wir zählen einfach die Buchstaben mal durch. Ah, es sind 20 Buchstaben, 20, und die drei Firmen macht wieder diese 23. Also auch hier in der mobilen Welt, die Illuminaten sind tatsächlich überall. Sagen Sie, naja, aber wie ist das mit den einzelnen Firmen? Schauen wir sie uns an. Apples Vermögen sind 97,448 Milliarden Dollar, 10 hoch 23 Dollar. In Redmond, das Firmengelände von Microsoft, die Zahl der Gebäude, die dort stehen, 23. Und Google, ja, Google. Knapp 5,2 Billiarden Webseiten hat Google laut letzten Hochrechnungen indiziert. Und das sind 23 mal 23 hoch 23 Webseiten. Also auch hier. Das Googlen erstmals im Duden erschien, war am 27.08.2004. Wir zählen zusammen. 7 plus 8 plus 2 plus 2 plus 4 sind auch wieder das Datum 23. Und jetzt raten Sie mal, in welcher Duden-Auflage Googlen erschienen ist. Sie haben recht, es ist erstmals erschienen in der 23. Ausgabe. Doch nicht nur die klassischen westlichen Firmen sind inzwischen unterwandert. Alibaba,
der große B2B-Anbieter aus China. Sie sehen, auch hier gibt es schon lange, lange, lange Verweise darauf hin. Ich habe mir mal den Börsenkurs von Alibaba geholt und den schauen wir uns mal, da legen wir jetzt mal ein Fünfeck drüber, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da sehen Sie schon, da taucht die 23 auf, 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 da taucht auch die 23 auf und die 23 taucht auch noch auf. Und da ist ja auch nochmal die 23. Doch jetzt schauen wir uns mal die Aktie an. Die 92 hier. Das ist 2 mal 2 mal 23. Die 115, das ist die 2 mal 23 plus 3 mal 23. Die 69, das ist die 3 mal 23. Sie sehen, die 23, die 2, die 3, die taucht wieder auf. Und bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen, die 12.167, das ist die 23 mal 23 mal 23. Und das, die Marktkapitalisierung, diese 224,13 Milliarden, das ist die 23 hoch 23. Das heißt, Sie sehen auch hier, Alibaba ist tatsächlich tief unterwandert und überall sieht man die Indizien, wo diese 23 und damit die Illuminatenzahl drin steckt. Und wenn Sie jetzt glauben, Sie sind aus der Nummer raus, digitale Transformation, wie viele Buchstaben sind das? Genau, 23. Doch damit gar nicht genug. Die 23 taucht natürlich auch hier in der Kranhalle, dort wo wir die iBusiness Party veranstaltet haben, auf. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal an mehreren Stellen. Das eine, das war die, Sie sehen, die Illuminaten-Bombe. Und das hat nicht nur von ungefähr was mit den Verlegern zu tun. Das heißt, das Hightech-Zeichen ist dort natürlich auch deutlich zu sehen. Und nicht nur, dass Tempotaschentücher die Packung im Schnitt 23 Gramm wiegen. Nein, nein. Oder dass die Hightechs, die erste vor 20 Jahren online gegangene Webseite genau aus 23 Elementen bestand. Oder das iBusiness-Logo, wenn Sie die Buchstabenwerte zusammenzählen, kommen Sie auf 117, das ist 2 plus 2 mal 23 bis 3 mal 23. Natürlich also auch wir eine enge Verbindung ganz offensichtlich zu den Illuminaten haben. Wenn man die Theresienstraße 23 in Ingolstadt nimmt, dort wo die Illuminaten residiert haben, und das zur Dreifaltigkeitskirche mal die Wegstrecke sind, da kommen Sie auf genau 80,2 Kilometer. 80,2 Kilometer ist umgerechnet in den bis 1806 geltenden bayerischen Routen, und zwar in tausender bayerischen Routen. Eine bayerische Route sind etwa 3,5 Meter. Genau 23. Das heißt, auch hier in der Entfernung zwischen Ingolstadt und München taucht diese 23 wieder auf. Und von der Dreifaltigkeitskirche in München bis in die Kranhalle zur Party V23 von iBusiness laufen Sie 1 Stunde 40 Minuten hin und zurück. Das sind etwa 8,02 Kilometer. In 100 bayerischen Routen ergibt das, Sie ahnen es schon, genau die 23. Und ebenfalls auf der Party, es gab 14 verschiedene Essen, wir hatten 40 verschiedene Getränke, wir hatten 3 verschiedene Sponsoren, das macht zusammen 57 und das sind 23 plus 2 mal 3 plus 2 plus 3 plus 23. Und die nächste iBusiness Party V24 findet statt am 12. November 2015, 12 und 11 ist natürlich 23. In diesem Sinne, achten Sie darauf, auf die 23, sie ist überall, aber vergessen Sie nie, immer Ihren Aluminiumhut aufzusetzen. Und damit zurück ins Funkhaus.